Hi und herzlich willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich heiße Sarah Heinen und bin Coach und Teacher für Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis. Mit meiner Arbeit eröffne ich dir den Weg, dich selbst leiten und lieben zu lernen, um aktiv ein Leben zu erschaffen, das mehr und mehr deinem wahren Selbst entspricht. Im Neuanfang-Podcast inspiriere ich dich, neugierig deinen magischen inneren Kern kennenzulernen und authentisch auszudrücken. Meine Gäste und ich zeigen dir, dass es sich lohnt, mutige Neuanfänge zurück zu deinem wahren Selbst zu machen, um dein Sein mehr zu lieben und deine Bestimmung zu leben. Denn damit trägst du einen wertvollen Teil zu der gerechten, erfüllten und friedlichen Welt bei, von der ich weiß, dass sie möglich ist und die wir nur gemeinsam erschaffen werden. Jeder Moment ist die Chance für einen Neuanfang mit dir selbst, für dein Leben und uns alle. Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Ja, ich melde mich seit etwas längerer Zeit mitten in meinem Human Design Experiment mit dem Podcast hier mal wieder persönlich, nachdem es ja jetzt in dem letzten Monat zwei Interviews gegeben hat, die euch hoffentlich sehr viel Freude gemacht haben. Ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen Feedback dazu bekommen, was ich sehr schön fand. Und jetzt hat sich in den letzten Wochen was entwickelt, womit ich gar nicht unbedingt gerechnet habe und was überhaupt nicht mit dem Experiment des Podcasts zusammenhängt, sondern was noch viel, viel weiter geht. Und genau darüber möchte ich euch heute ins Bilde bringen. Und das Human Design Podcast Experiment läuft weiter. Ja, erstmal ist es so, dass es mir gerade sehr viel Druck genommen hat, was, glaube ich, auch den Prozess, den ich heute mit euch teile, überhaupt erst ermöglicht hat. Und es gibt jetzt aber noch kein Abschlussfazit oder so dazu. Das werde ich dann am Ende des Experimentes Ende Juni, Anfang Juli machen. Es hatten sich auch einige von euch gewünscht, wie läuft es denn mit dem Experiment? Wie erlebst du das? Was sind deine Erkenntnisse? Das kommt dann zum Ende. Und heute soll es einfach ein Update geben über meine Arbeit, meine künftige Ausrichtung. Die verändert sich nämlich ein wenig. Und ich habe dazu auf Instagram ein Live-Video gemacht. Ich glaube, es war mein erstes Live-Video seit, keine Ahnung, 3 Jahren oder so. Und vielleicht auch nicht ganz so lang, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich das Podcast-Mikrofon einfach mit aufgestellt und habe dieses Live somit auch in vernünftiger Audioqualität für euch mit aufgezeichnet. Und das ist es, was ihr in der heutigen Podcast-Episode hört. Interessanterweise ist auch beim Live anscheinend mein Sweet Spot die 45 Minuten, genauso wie hier im Podcast. Und ihr könnt in diesem Live oder in diesem Mitschnitt hören, was sich für mich in den letzten Wochen und Monaten bezüglich meines Businesses getan hat, durch welchen Prozess ich gegangen bin. Da nehme ich euch mit. Und ihr könnt, auch wenn ihr kein Business habt, da auf jeden Fall Learnings für euch rausziehen. Ich filtere auch an der einen oder anderen Stelle mal so Erkenntnisse für euch raus. Und der andere Punkt ist, dass ihr einfach erfahrt, was meine künftige Ausrichtung sein wird, die sich peu à peu auch auf meiner Webseite und im Podcast noch stärker zeigen wird. Das wird jetzt nicht der erste Schritt sein, sondern das wird irgendwann in den nächsten Monaten passieren. Doch erstmal wird ja der Hauptteil der Veränderung vor allen Dingen auf Instagram stattfinden. Aber ihr sollt natürlich hier im Podcast auch im Bilde sein. Und genau darum geht es heute. Ich werde jetzt gleich natürlich wie immer die Dankbarkeitsminute mit euch machen und danach gebe ich euch noch ein paar andere News, die auch interessant für euch sein könnten, denn wir haben uns ja jetzt länger nicht gehört im Podcast. Aber wie immer, lass uns einmal zusammen mit der Dankbarkeitsminute starten. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Ja, und ich bin gerade, das überrascht jetzt vermutlich nicht, ganz besonders dankbar für diesen Punkt, den ich gerade in diesem Prozess, den ich heute in der Episode mit dir teilen werde, erreicht habe. Und zwar befinde ich mich gerade an einem Punkt der Klarheit, wie ich sie vielleicht noch nie in meinem Business gehabt habe. Und was das für Auswirkungen hat, das wirst du heute hören.
Aber was ich dir ja schon mal sagen kann, dass ich einfach unfassbar dankbar dafür bin, dass ich diesen Weg gegangen bin und weiter gehe, dass ich wieder so viel Neues über mich gelernt habe und dass ich jetzt einfach wahnsinnig excited bin, also freudig aufgeregt, all das in meine Arbeit umzusetzen, was ich erkannt habe und vor allen Dingen eben das aus dieser Klarheit heraus. Und ja, bevor wir jetzt mit dem Live-Mitschnitt starten, habe ich, wie gesagt, noch zwei, drei, keine Ahnung, ich habe es ehrlich gesagt dummerweise nicht vorher aufgeschrieben, aber ich habe ein paar News für dich. Also, erste News ist, wenn du dich für das Thema Human Design interessierst und damit noch ganz am Anfang stehst, dann habe ich eine Einladung für dich. Und zwar werde ich am 9.7. diesen Jahres einen Workshop für EinsteigerInnen geben. Und was so spannend daran ist und weshalb ich so unglaublich vorfreudig bin auf diesen Tag, ist, dass der Workshop live stattfinden wird. Das heißt, wenn du in Köln oder Umgebung wohnst, dann kannst du vor Ort in einem Yoga-Studio mit dabei sein, bei Lord Vishnus Couch. Mit denen mache ich das in Kooperation. Und wenn du nicht aus der Umgebung kommst, dann kannst du online dabei sein, weil wir das Ganze hybrid machen werden. Und wir werden uns in diesem Workshop anschauen, die wichtigsten Aspekte des Human Designs, mit denen du ganz konkret auch schon sofort nach dem Workshop in deinem Alltag arbeiten kannst, um dein Leben mehr in Einklang mit deiner eigenen einzigartigen Energie zu gestalten. Und ich werde dir alle Infos dazu natürlich in die Shownotes packen. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Vielleicht lernen wir uns ja live vor Ort kennen oder du bist online dabei und wir sehen uns da. So oder so würde ich mich riesig freuen, meine Begeisterung für das Human Design System mit dir teilen zu können. Das war News Nummer 1. News Nummer 2. Es gibt auf meiner Webseite zwei neue Übersichtsseiten. Einmal zum Thema Human Design und einmal zum Thema Journaling. Denn ich bin immer wieder gerade zu diesen beiden Themen auch Sachen gefragt worden und hatte nie so den einen Ort, wo ich die Menschen hinschicken kann. Jetzt habe ich diese Orte geschaffen. Das heißt, ich werde auch dir diese Links natürlich in die Shownotes packen. Du kannst aber auch selber schauen bei mir auf der Webseite. Unter Inspirationen findest du eben jeweils eine Übersichtsseite, auf der ich alles zum Thema Human Design zusammengefasst habe. Das heißt Podcast-Episoden, wo das Thema ist, den Einsteiger-Guide, den ich geschrieben habe, wo es ein Video auch gibt und natürlich die Möglichkeit auch ins Team Neuanfang zu kommen, wo wir ja auch alle zwei Monate über Human Design sprechen. Und was ich ganz neu eingerichtet habe, ist eine Warteliste für 1:1 Human Design Readings, die ich ja nicht regelmäßig anbiete, sondern immer nur dann, wenn ich gerade Freude daran habe. Aber dann kannst du dich dort auf der Warteliste vormerken und dann bekommst du als eine der ersten Personen Bescheid, wenn neue Plätze für Readings da sind. Und auf der Übersichtsseite zum Thema Journaling findest du alle Podcast-Episoden, die dich generell in das Thema Journaling einführen und auch die ganzen Frage-Episoden, von denen es eine ganze Reihe gibt, in denen ich jeweils eine Frage zur Selbstreflexion mit dir teile. Dann gibt es da ein neues kostenfreies PDF mit 36 Selbstreflexionsfragen, was du dir herunterladen kannst for free. Und dann habe ich dort erhältlich gemacht, einzeln einen Workshop aus dem Team Neuanfang, meiner Mitglieder-Community. Das heißt, wenn du Mitglied in der Community bist, dann kriegst du den Workshop oder hast ihn schon. Und wenn du sagst, ich möchte aber kein Mitglied werden, aber ich möchte trotzdem diesen Workshop machen, und zwar ist das der Workshop, die Kunst, dir kraftvolle Fragen zu stellen, kannst du den dir jetzt eben dort auch einzeln holen. Und in diesem Workshop geht es eben darum zu lernen, was macht eine gute Frage aus, die dann wiederum dich auch im Journaling zu einer guten Antwort oder zu einer guten Lösung für dich führt. Und all das auf diesen beiden Übersichtsseiten, die ich dir, wie gesagt, auch in den Shownotes verlinken werde. Und das Dritte, was ich noch mit dir teilen wollte, ist der Workshop, den wir im Juni im Team Neuanfang machen. Es wird um den Umgang mit deinem Umfeld gehen. Denn wann immer wir uns auf diese Reise der persönlichen Weiterentwicklung machen, zu mehr Bewusstsein gelangen, verändern sich natürlich auch automatisch unsere Beziehungen, weil wir uns verändern. Und das kann in alle möglichen Richtungen gehen und alle möglichen Themen mit sich bringen. Zum Beispiel sich authentisch zu zeigen, vor allen Dingen, wenn es vielleicht um neue Menschen geht oder um die Veränderungen, die man gerade durchmacht. Es kann darum gehen, zu dir selbst zu stehen, für dich einzustehen, für deine Werte einzustehen oder aber auch gesunde Grenzen zu setzen.
Ganz egal, welche Themen dich im Umgang mit deinem Umfeld beschäftigen, du bist herzlich eingeladen, damit in den sicheren Raum in unserer kleinen, feinen Community zu kommen und in den Austausch zu gehen und dir natürlich auch meinen Input dazu abzuholen, wenn du magst. Und ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, Mitglied im Team Neuanfang zu werden. Ich werde dir den Link dazu natürlich auch in den Shownotes packen und dann sehen wir uns ja vielleicht in dem Workshop im Juni. So, das war's mit den kleineren News. Die größeren News kommen jetzt und wir wechseln jetzt in den Live-Mitschnitt, der dich mit in meinen aktuellen Prozess und in all das mitnimmt, was in der Zukunft vor uns liegt. Viel Freude damit! Ja, ich möchte euch gerne zum Start, für all die, die vielleicht die Story heute auch nicht gesehen haben, ich habe erst vor 3 Stunden oder so die Story mit der Ankündigung zum Live online gestellt, weil ich einfach weiß, dass ich solche Sachen spontan aus der Energie des Tages heraus machen muss. Ich kann sowas nicht Tage im Voraus planen und dann habe ich an dem Tag, bin ich nicht in der richtigen Stimmung sozusagen dafür. Und für alle, die das nicht gesehen haben, kurz die Intention für dieses Live-Virus. Ich glaube, das erste Mal seit, 2, 3 Jahren oder so, dass ich auf Instagram live bin. Und die Intention heute ist einerseits, dass ich euch ein bisschen in meinen Prozess der letzten Tage und Wochen oder ehrlich gesagt auch Monate mit reinnehme. Und aus diesem Prozess auch ein paar Learnings für euch rausziehe, ganz egal, ob ihr ein eigenes Business habt, weil bei mir geht es gerade vorrangig ums Business. Oder ich glaube, dass man viele von diesen Learnings auch aufs Leben einfach übersetzen kann sozusagen. Und die andere Intention ist, dass dieses Live für mich hier heute der Startpunkt ist für eine Neuausrichtung für mich und mein Business. Und damit auch sozusagen nicht nur hier auf Instagram sich die Dinge ändern werden, deshalb habe ich das Live auch genannt, was sich hier ändert, ne? Sondern auch, dass die Basis meiner Arbeit, ich werde nicht alles wegrasieren und neu starten, das nicht, aber ich werde aus einer anderen Haltung oder aus einem anderen Hintergrund, aus einer anderen Basis heraus in Zukunft meine Arbeit kreieren. Und das wird sich zuerst hier auf Instagram niederschlagen, deshalb dachte ich, teile ich das mit euch zuerst. Ich nehme das Ganze hier aber auch auf, um es dann im Neuanfang-Podcast zu veröffentlichen, für alle, die lieber Podcast hören. Und der Prozess, den ich heute mit euch teile, bezieht sich, wie gesagt, auf mein Business und ich möchte euch dafür so ein kleines bisschen Kontext geben, versuche das kurz zu halten, was ja also meine Geschichte ist bei dem Thema, um das es geht. Ja, es klingt alles vielleicht noch ein bisschen kryptisch, aber es wird gleich mehr Sinn machen, hoffe ich jedenfalls. Übrigens, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zwischendurch, schreibt die gerne in das Kommentarfeld. Ich werde mir Mühe geben, das mitzubekommen und dann auch zu beantworten. Für euch, und das ist vielleicht vorweg auch interessant, wird sich hier bei Instagram oder auch, wenn ihr schon mit mir zusammengearbeitet habt oder zum Beispiel in meiner Mitglieder-Community seit dem Team Neuanfang oder gerade im Coaching mit mir seid, jetzt nicht von einem Tag auf den anderen Knall auf Fall irgendwie alles ändern. Es geht jetzt nicht darum, dass ich meine Richtung komplett wechsle, sondern es ist vielmehr, dass eine Verfeinerung stattgefunden hat bzw. stattfinden wird, dass ich zu mehr Klarheit gekommen bin und dass ihr insofern davon profitieren werdet, von dieser Klarheit, als dass ich jetzt gerade spüre, viel mehr Motivation habe, auch hier auf Instagram speziell Dinge zu machen und Dinge mit euch zu teilen. Und dass ich mich da unglaublich drauf freue, dass ich das aus dieser neuen Klarheit heraus machen kann. Und es geht, grob gesagt, um das Thema. Ja, wofür möchte ich stehen? Ich mit dem, was ich hier erzähle, mit dem, was ich hier poste, das, was auch im Neuanfang-Podcast, für alle, die ihn nicht kennen, den Neuanfang-Podcast, mein Podcast für Transformation gibt es schon seit über 5 Jahren jetzt. Der hat sich auch, wie der Name schon sagt, ja, Transformation, hat sich auch selber immer wieder weiterentwickelt und so ist es eben mit meinem Business auch, es entwickelt sich weiter. Und weil ich mich weiterentwickle und so viel von mir in diesem Business drin ist. Und inhaltlich wird sich ein bisschen was ändern. Die ganz grobe Richtung bleibt gleich, aber inhaltlich wird sich ein bisschen mehr, werden sich die Dinge ein bisschen mehr fokussieren. Und ich gehe jetzt nicht vom Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis, weil das ist das, was ihr heute auf meiner Webseite lest, wenn ihr da hingeht,
zum, keine Ahnung, Brieftauben züchten, wechseln oder so, ja, sondern es bleibt natürlich in diesem Umfeld, aber es wird eben, wie gesagt, klarer. Und für ein bisschen Kontext. Ich bin gestartet Ende 2018, Anfang 2019 mit dem Coaching richtig sichtbar geworden mit der eigenen Webseite und so weiter. Bin ich dann Ende 2019 im November und habe damals gestartet unter dem Titel sozusagen, unter dem Thema Selbstliebe und Alleine sein. Ja? Dieser Fokus hat sich irgendwann für mich nicht mehr so richtig passend angefühlt, weil viele Menschen mit diesem Thema Alleine sein nicht so richtig was anfangen konnten, nicht so als, ja, als etwas, wo sie sagen, boah, das ist was, was ich unbedingt lernen will. Ne? Und dann hat es sich weiterentwickelt, dann habe ich das Alleine sein weggenommen, dann war es eine Zeit lang nur Selbstliebe, dann kam so aus dem Gefühl, das ist irgendwie nicht eindeutig genug, kam dann Selbstfürsorge dazu, dann kam Selbsterkenntnis dazu, ja, das ist immer wieder, hat es sich gewandelt, ist gewachsen, aber so eine echte Klarheit, worüber spreche ich hier eigentlich, hier auf Instagram oder eben auch auf den anderen Plattformen und wofür vor allen Dingen möchte ich stehen? Und wofür steht auch meine Arbeit? Worin unterstützt meine Arbeit? Womit unterstützt meine Arbeit? Das war häufig nicht so richtig greifbar für mich und dadurch natürlich auch für euch nicht so richtig greifbar. Und da hat sich durch ein Erlebnis im Ende letzten Jahres hat sich da in mir der Wunsch entwickelt, ich will das klarer haben. Und zwar gab es im vergangenen Dezember war es, glaube ich, ich war in Spanien, ich habe ganz viele neue Leute kennengelernt und habe mich mit denen ausgetauscht, habe Menschen auch getroffen, die sich genauso für Human Design begeistern wie ich. Und hatte da in einem Moment, wo ich mit einer Person, die noch nie von Human Design gehört hatte, darüber gesprochen habe. Die Person war offen und ich habe gemerkt, wie es aus mir sprudelte, 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 sprudelte. So. Und es geht jetzt nicht darum, was vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere auch vermuten könnte, dass es stärker in Richtung Human Design geht. Und darum geht es nicht bei diesem Moment, den ich jetzt gerade erzählt habe, sondern es geht vielmehr um das Gefühl, was ich in diesem Moment empfunden habe und was auch ja einer der Punkte ist, den ich denke, dass ihr aus meiner Erfahrung mitnehmen könnt, ganz egal, ob ihr ein Business habt oder nicht oder worum es geht in eurem Leben. Aber dieses Gefühl, ja, dass ein solches Feuer in mir entbrannt ist in diesem Moment und dass ich selber spüren konnte von innen nach außen, wie so bäm, ja, meine Scheinwerfer angegangen sind, mein Licht angegangen ist, ja, und die andere Person mir das auch gespiegelt hat und ich in dem Moment gespürt habe, wow, wie lange hast du diese Art von Begeisterung und diese Art von Freude nicht mehr erlebt? Obwohl du ja ein Business hast, obwohl du die totale Freiheit in deinem Business hast, du kannst alles gestalten. Aber es ist genauso, wenn man selber ein Business hat, wie wenn man in der Angestelltenposition ist. Manchmal schleifen sich die Dinge so ein und man merkt es selber nicht so richtig, dass es Momente gibt, wo man nicht mehr unbedingt auf dem eigenen Pfad ist. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wow, okay, dieses Kribbeln habe ich wirklich lange nicht mehr gehabt. Und das hat mir zu denken gegeben. Und dann ist immer mehr das Gefühl hochgekommen, es darf sich etwas verändern in meinem Business. Aber es war für mich jetzt erstmal nicht so richtig klar, was es sein wird. Was mir sofort klar war, dass Human Design weiter ein Tool bleiben wird, womit ich mit Begeisterung arbeite, aber es wird nicht der Fokus meiner Arbeit sein. Ich habe dann überlegt, liegt es irgendwie an dem Format, wie ich arbeite? Ist das Thema? Ist es, ja, woran liegt es? So, wo liegt diese Unzufriedenheit? Oder wo fehlt sozusagen dieses Kribbeln, was ich in diesem Moment erlebt habe? Und ich habe dann phasenweise aktiv versucht, etwas ja, herauszubekommen, habe überlegt, was will ich eigentlich, ja, auf den verschiedensten Ebenen, die so ein Business hat. Und habe aber auch gemerkt, so richtig, den Kern der Sache habe ich irgendwie noch nicht gefunden. Und dann kam die liebe Jenny um die Ecke, die ich hier auch in den letzten Wochen ab und zu mal erwähnt und auch verlinkt habe, mit der ich eben jetzt gerade eine Weiterbildung gemacht habe, wo es auch wieder um Human Design ging, ja, aber Human Design speziell auch fürs Business in Verknüpfung mit anderen Modalitäten, um sich selber noch besser kennenzulernen, um die eigenen Stärken noch besser begreifen zu können und die dann eben auch im Business einbringen zu können. Und dieses Programm hat von den Versprechungen her, ja, die am Anfang gemacht wurden,
alle meine Fragen, die sich mir bezüglich meines Businesses gestellt haben, mir in Aussicht gestellt, dass ich die nach dem Programm beantworten kann. Und natürlich habe ich dann auch viel Hoffnung da reingelegt und so. Und ich bin auch nicht enttäuscht worden, sondern es war ein ganz grandioses Programm. Und ich habe plötzlich ganz, ganz viele Dinge über mich noch klarer gesehen und habe gemerkt, okay, hier liegt was. Da bin ich etwas auf der Spur, was dazu beitragen wird, dass ich wieder mehr Freude, mehr Kribbeln in meinem Business empfinden werde. Und dann saß ich da am Ende des Programms. Wir haben jetzt gerade letzte Woche unseren letzten Call gehabt, aber das war schon noch so ein hintergeschaltetes Q&A, aber dazwischen gab es eben schon eine Zeit, wo ich Zeit hatte, das alles sacken zu lassen. Und dann saß ich da und habe mein eigenes Human Design plötzlich viel, viel tiefer verstanden, habe die roten Fäden erkannt und da saß ich aber immer noch da und so, ja, okay, und wie übersetze ich das jetzt in mein Business? Und das ist ein weiteres Learning, was nicht neu ist, aber was ich euch auch immer wieder und wieder mitgeben kann, wenn wir dann an so einem Punkt sind, wo wir das Gefühl haben, ja, ich bin irgendwas auf der Fährte, aber wenn ich jetzt versuche, da irgendwie auf Teufel komm raus Klarheit reinzuprügeln, ja, das funktioniert nicht. Und das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss das jetzt erstmal loslassen, das arbeitet ja weiter in mir, auch wenn ich jetzt gerade nicht aktiv am Computer oder auf dem Papier daran arbeite. Ich muss das jetzt gerade erstmal loslassen. Und dann hab dann gleichzeitig noch so ein bisschen den Wunsch ins Universum rausgeschickt, schick mir doch was, was mir dabei hilft, die Klarheit, ne, zu finden, die es braucht, damit ich dann hinterher auch weiß, was ich denn jetzt zum Beispiel hier in meine Instagram-Biografie reinschreibe. Was genau, wofür möchte ich stehen, worum soll es gehen in meiner Arbeit? Und ja, dann habe ich mich tagelang einfach überhaupt nicht mehr aktiv damit beschäftigt. Und dann gab es einen Tag, an dem hatte ich Migräne. Das heißt, mein Gehirn hat eh nicht so richtig funktioniert. Irgendwann am Abend ging es mir dann besser. Und dann habe ich einmal Instagram aufgemacht und dann zack, wurde mir eben etwas angezeigt, ein Video beziehungsweise eine Serie von Videos, wo es unter anderem auch um Positionierung ging. Ja, Positionierung im Business. Heißt im Endeffekt nichts anderes, als zu zeigen, hier stehe ich. Ja, das ist meine Position. Und für diese Dinge stehe ich. So, dass du, wenn du hier zu mir auf Instagram auf das Profil kommst oder auch Menschen, die noch nie eine Podcast-Episode von mir gehört haben, die überhaupt nicht wissen, wer ich bin, dass die klar bekommen, wofür stehe ich? Wobei kann ich dir helfen? Und dann habe ich mir dieses Video angeschaut und Positionierung war für mich von Anfang an im Business so ein Aua-Thema sozusagen, um jetzt keine Kraftworte hier zu benutzen. Und weil damit für mich immer auch einherging dieses Gefühl von, ich lasse mich irgendwie in eine Box pressen oder ich presse mich eben selber in eine Box und aus der Box kann ich nie wieder raus und so. Und auch wenn ich mir rational darüber bewusst war, das ist nicht der Fall, ich darf das alles jederzeit verändern, hat mich das davon abgehalten, genau die Klarheit zu finden, die ich gesucht habe. Und dieses Video hat Positionierung nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erklärt. Und plötzlich, wisst ihr noch, wie das, also ich weiß nicht, ob ihr jeweils Tetris gespielt habt, ja, aber es gab diese Momente im Tetris-Spiel, wenn so der richtige Stein kommt und man den auf richtige Art und Weise dreht und der in das richtige Loch reinpasst, dann verschwindet nicht nur eine Reihe, sondern dann macht es so pling, 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 pling und dann verschwinden plötzlich ganz viele Reihen im Tetris, ja, und das ist so, ja, so ein Moment. Und so einen Moment hatte ich dann, als ich mit diesem Video und den Aufgaben aus diesem Video gearbeitet habe. Und die ganzen Monate davor, wo ich versucht habe, die Klarheit aktiv zu finden, hat es nicht richtig funktioniert. Natürlich glaube ich auch, dass alles, was in der Zeit vorher passiert ist, und auch das ist wieder was, was du vom Business weg auf dein Leben anschauen kannst und übertragen kannst, dass die ganzen Schritte, die wir machen, uns natürlich weiter dahin bringen, wo wir gerne hinwollen, beziehungsweise auch all diese kleinen Schritte, auch wenn sie rückblickend, wo man denkt so, hä, eigentlich war das überhaupt nicht so wichtig und was habe ich denn da gemacht oder so, ja, dass die Summe uns an den Punkt bringt, wo wir heute sind. Und deshalb glaube ich auch, dass alle diese Dinge, die ich vorher getan habe, auch wenn die einzeln nicht zum Ziel geführt haben, in der Summe mich zu diesem Moment der Klarheit geführt haben. Und das, was dann passiert ist, das habe ich in meinem Business, glaube ich, seit den Anfangstagen nicht mehr erlebt. Und vielleicht habe ich es in der Intensität auch noch nie erlebt.
Denn es war wirklich so, als wenn, ne, in dem Moment, wo diese Tetris-Reihen verschwunden sind und ich so, so Klarheit, dachte, ja, weil dann stand da nämlich plötzlich ein Begriff, den ich auch gleich mit euch teilen werde. Mit diesem einen Begriff haben sich so die Schleusentore geöffnet. Ja, ich habe das hier in den Stories auch ab und zu geteilt. Ich konnte teilweise nicht mehr schlafen, weil so viele Ideen aus mir rausgesprudelt sind. Ideen für Podcast-Episoden, Ideen für Instagram-Posts, überhaupt Themen, ja, die mit diesem Oberthema zusammenhängen. Sorry, ich spanne euch hier so ein bisschen auf die Folter. Muss ein bisschen dramatisch machen. Und dieser Strom von Ideen, ja, der eben nicht mehr aufhörte und der einfach genau dieses Feuer, was ich in diesem Moment im Dezember erlebt hatte, damals in Zusammenhang mit Human Design und jetzt in Zusammenhang mit dieser Klarheit, die entstanden ist, dieses Feuer, das ist das, was ich gesucht habe, ohne zu wirklich zu wissen, dass ich es gesucht habe, so richtig, ja, oder wo ich es finden würde, das schon gar nicht, ja. Und dieser Moment, wo die ganzen Zahnräder so ineinander gegriffen haben und plötzlich hat auch der ganze Weg, den ich vorher gegangen bin, auch noch, ne, vor diesem Jahr, also all diese verschiedenen Themen, die ich mir sozusagen auf die Fahne geschrieben habe, die auf meiner Webseite drauf standen, in wechselndem Zustand oder in meiner Instagram-Bio, ja, oder wie auch mein Coaching hieß und so weiter. All diese Dinge haben plötzlich Sinn gemacht, weil ich glaube, dass sie mich an diesen Ort und zu diesem Moment der Klarheit geführt haben. Und ja, das Wort, ja, um das ich jetzt hier gerade so einen Aufriss mache, das am Ende übrig geblieben ist, ist das Wort Authentizität. Es ist erstmal ein Zungenbrecher. Ja? Ich glaube, viele Leute, vielleicht haben auch viele Leute gar nicht so einen Bezug zu diesem Wort. Ich werde mit dem Wort auch erstmal, ich werde es sozusagen zum Beispiel in meine Instagram-Biografie reinschreiben, dieses Wort. Ich bin mir noch nicht sicher, ob mein Coaching dann einfach heißt Coaching für Authentizität. Klingt auch so ein bisschen hölzern. Aber was das Spannende, was in diesem Moment passiert ist, dass dieses eine Wort, statt jetzt dann Selbstliebe vorne drauf zu schreiben, Authentizität drauf zu schreiben, für mich ganz, ganz viel verändert hat. Und auch das ist für mich ein wichtiges Learning, ja, dass ein Wort oder überhaupt Worte haben eine solche Macht über uns und über darüber, wie wir fühlen, darüber, wie unsere Perspektive ist. Und das lohnt sich in jeglicher Hinsicht, sei es die Worte, wie du mit dir selber sprichst, die Worte, die du verwendest, wenn du dich über gewisse Themen äußerst, oder eben auch die Worte, die ja quasi auf dem Klingelschild meines Business draufstehen. Diese Worte haben eine solche Macht, dass es sich lohnt, sich die genauer anzuschauen und die mit Bedacht zu wählen, beziehungsweise auch, wenn man, so wie ich jetzt, merkt, so richtig happy bin ich damit nicht, den Weg weiterzugehen und darauf hinzuarbeiten, dass diese Klarheit kommt und dass die passenden Worte ganz, ganz viel Kraft entwickeln können. Und der Claim sozusagen, ja, oder das Versprechen, was ihr in Zukunft in meiner Instagram-Bio finden werdet, ist, statt deine beste Version werden zu müssen, finde heraus, wie es funktioniert, einfach du selbst zu sein, um das Leben zu genießen. Und ich möchte das kurz so ein bisschen für euch auseinandernehmen, weil was für mich da drin steckt, ist einerseits, ja, ganz viel hier in dieser Bubble der Persönlichkeitsentwicklung wird erzählt, wir müssen uns optimieren, wir müssen besser werden, wir müssen unsere beste Version werden. Oder hier, kauf den Kurs, um deine beste Version zu werden. Oder Morgenroutine oder bliblablub, ja. Und ich habe dieses ganze Spiel jetzt auch sehr lange mitgemacht, habe es auch teilweise aktiv, ja, was heißt promoted, ja? Aber habe auch im Podcast zum Beispiel viel darüber gesprochen. Bin aber selber in den letzten Monaten wieder viel, ich glaube, dass es im Kern immer schon da war, aber es ist mir in den letzten Monaten nochmal wieder viel, viel klarer geworden, wie sehr es ums Sein geht, anstatt dass wir irgendwas werden müssen. Ja, ich habe immer schon gesagt, so, du bist immer perfekt, so wie du gerade bist, und gleichzeitig bist du immer Work in Progress. Und das ist jedenfalls mein Verständnis von auch persönlicher Weiterentwicklung. Wir sind immer gut, so wie wir sind. Und wir haben das Potenzial, uns weiterzuentwickeln, aber ich habe Entwicklung auch immer so verstanden, dass wir etwas abwickeln. Ja? Deshalb habe ich auch immer und immer wieder vom wahren Selbst gesprochen, wo ich aber auch erfahren habe oder erlebt habe, dass viele Menschen mit diesem Begriff das wahre Selbst nichts anfangen können.
Gleichzeitig sagen wir ja gerne mal, ach, sei einfach du selbst, ja? Wenn es darum geht, dass wir zum Beispiel aufgeregt sind, in ein Vorstellungsgespräch zu gehen oder dass wir neue Menschen kennenlernen, ja? Dann kommt so manchmal schnell herausgesagt dieser Tipp, sei doch einfach du selbst. Aber ganz ehrlich, ich habe früher so oft da gesessen und gesagt, hä, ja, aber wie soll denn das gehen, wenn ich noch nicht mal weiß, wer ich bin, wer ich sein will, was mir wichtig ist. Ja, und das erlebe ich ja auch im Coaching, dass Menschen häufig damit strugglen, so, wer bin ich eigentlich? Ja, die vielleicht auch so sehr nach den Erwartungen anderer gelebt haben oder die so sehr Angst davor haben, dass sie von irgendwas zu viel oder zu wenig sind und dann versuchen, sich irgendwie zu verändern in der Hoffnung, dann gesehen, gehört zu werden, angenommen zu werden oder eben zu vermeiden, dass sie in irgendeiner Form abgelehnt werden. Und ich selber kenne das aus meiner eigenen Vergangenheit eben auch, dass es für mich jetzt ein sehr, sehr intensiver und auch langer Prozess war und dass ich aber heute an einem Punkt bin, wo ich einfach sagen kann, ich bin ich selber. Ja? Und dass ich mich für, ich glaube, nichts in meinem Leben irgendwie schäme oder selbst wenn es so noch Dinge gibt, für die ich mich schäme, kann ich das sehr, sehr differenziert betrachten. Ja? Und ich kann einfach hier jetzt mit euch genauso sein, wie ich im Podcast sein kann oder wie ich mit meinen FreundInnen sein kann oder mit meiner Familie. Und das ist mir klar geworden in diesem Prozess, was für ein unglaubliches Geschenk das ist. Und das ist ein Geschenk, was man sich einerseits vielleicht so ein Stück weit erarbeiten darf und auch vielleicht muss. Ne? Aber es ist eben auch etwas, was ich weitergeben kann und was ich, womit ich Menschen unterstützen kann. Und dass dadurch nämlich echte Freiheit entsteht, wenn wir so sein können, wie wir eigentlich immer schon gewesen sind, wenn wir uns das erlauben, wenn wir all das abwickeln, ja, was wir im Laufe unseres Lebens irgendwie an Schichten da oben drauf gepackt haben, an so müssen wir sein, so wären wir eine bessere Version von uns und so weiter und so fort. Wenn wir das lernen abzulegen, uns trauen, das abzulegen und das durchscheinen lassen, was eben immer schon da war. Und da gehören ganz viele Aspekte dazu. Das führt jetzt so weit, das hier auszuführen. Aber dann entsteht wirkliche Freiheit und eben auch die Freiheit, sein Leben zu genießen. Weil man nicht auf Eierschalen durch die Gegend laufen muss, aus der Angst, was falsch zu machen oder blöd dazustehen oder so. Sondern man kann sich einfach ausdrücken. Man kann einfach man selbst sein. Und das ist etwas, wo ich tatsächlich auch, und das ist mir in dem Moment dann auch aufgegangen, immer wieder darauf angesprochen werde. Ja, dass wenn Menschen, die den Podcast hören, den Neuanfang-Podcast, mich persönlich kennenlernen, sei es irgendwo durch Zufall, sei es, dass sie dann zu mir ins Coaching kommen oder in die Mitglieder-Community und in persönlichen Austausch mit mir kommen, dass sie dann immer sagen, boah, du bist genauso wie im Podcast. Ja, weil es gibt nur die eine Sarah. Ja? Natürlich teile ich, also im Podcast teile ich extrem viel auch von meinem eigenen Erleben. Ja? Ich sage immer, da mache ich mich in Anführungsstrichen nackig. Ja? Sieht ja keiner, ist ja ein Podcast. Ne? Nein, ich meine es natürlich auch nur im übertragenen Sinne, aber da bin ich verletzlich, ja, und da nehme ich kein Blatt vor den Mund. Da bin ich so, wie ich bin. Und dementsprechend, wenn die Menschen mich dann in einem anderen Kontext kennenlernen, sind sie völlig überrascht, dass das nicht irgendeine Rolle ist, die ich spiele, sondern dass ich das bin. Und merke eben immer wieder, dass das etwas ist, was Menschen wahrnehmen, was sie auch ein Stück weit ja, beneiden oder bewundern und dass das auch etwas ist, auch das durfte ich dann durch das Human Design nochmal stärker erkennen, was als, ich bin ja Generatorin mit dem Profil 6-2, ja, also das Rollenvorbild sagt man eben auch zu diesem Profil. Es ist auch meine Aufgabe, ja, Authentizität zu leben, um voranzugehen. Ja? Nicht in dem Sinne mit, ihr müsst das alle so machen, wie ich das mache, ja? Sondern einfach dadurch, dass ich selber bin, euch in Anführungsstrichen die Erlaubnis zu geben, also im Endeffekt gebt ihr euch die natürlich nur selber, und dazu zu inspirieren, ihr selbst zu sein. Und das ist etwas, was ich natürlich mit meiner Arbeit noch unterstützen kann. Und ich bin, wie gesagt, selber weg von diesem höher, schneller, weiter, optimalste Version und so weiter. Es geht für mich inzwischen viel mehr darum, mich wirklich dem Leben und auch dem Divine Timing, so wie alles kommen soll, ja, ich hoffe, das zeigt dieser Prozess an sich auch, hinzugeben, sehr viel mehr auch im Hier und Jetzt zu sein, weil ich liebe es,
mir Ziele zu setzen. Ja? Ich liebe es auch, mit meinem Future Self zu arbeiten, mit Visionen zu arbeiten, in die Zukunft zu gucken. Ich finde es total wertvoll, in die Vergangenheit zu schauen, um aus der Vergangenheit zu lernen oder zu verstehen, warum vielleicht manche Dinge mich heute noch von Sachen abhalten, weil ich irgendwann vor x Jahren mal irgendwas erlebt habe. Finde ich beides super spannend. Und ich habe auch gelernt, dass es häufig auch aus dem Mangel herauskommt, wenn wir glauben, wir müssten noch irgendwas werden. Ja? Und deshalb ist dieses Sein im Hier und Jetzt für mich so wichtig geworden, weil ich kann ja nur jetzt sein. Ja? Ich habe auch hier in den letzten Wochen schon mal geteilt, dass ich mich zum Beispiel sehr viel auch mit dem Thema Zeit gerade auseinandersetze. Zeit im Sinne von, ja, was ist die Vergangenheit, die Zukunft und was ist die Gegenwart? Und dass es total spannend ist, da tiefer einzutauchen. Könnte ich jetzt auch noch eine Stunde alleine drüber sprechen. Und dass ich durch diesen Prozess von der Persönlichkeitsentwicklung, so wie sie vielleicht ich sag jetzt mal im Mainstream hier auf Instagram propagiert wird, ein Stück weit weggekommen bin. Und das ist ein Weg und ein Prozess, wo ich eben auch Menschen bei begleiten möchte, Menschen zu einladen möchte. Und am Ende wird sich wahrscheinlich in meinem Coaching gar nicht inhaltlich wahnsinnig viel ändern, weil im Prinzip mache ich Ähnliches jetzt schon. Doch die Klarheit, aus der ich es mache und auch der Prozess, mit dem ich es mache, wird sich vermutlich wandeln. Und dieser Moment, den ich für euch beschrieben habe, ja, wo die Klarheit entstanden ist, der hat eben dazu geführt, dass ich glaube, ich habe jetzt schon eine Liste mit vermutlich, keine Ahnung, 100 Instagram-Posts oder so. Die müssen natürlich noch geschrieben werden, ja, und publiziert werden. Aber ich hoffe, ihr könnt euch auf sehr viel mehr hilfreichen Content hier in der Zukunft gefasst machen. Und ich habe durch diesen ganzen Prozess auch nochmal für mich meine Vision angepackt. Ja. Ich habe gesagt, ich schaue gerne in die Zukunft, weil ich es total hilfreich finde, eine Richtung zu haben und gleichzeitig im Hier und Jetzt zu sein. Weil diese Richtung hilft mir auch im Hier und Jetzt die Entscheidungen zu treffen, die dann auf meine Vision einzahlen. Nicht nur für mich und mein Leben, sondern für das, was ich mir auch im großen Ganzen vorstelle. Und ich wünsche mir eine Welt, wo wir uns alle erlauben können, ja? Und es gibt ja verschiedenste Gründe, warum Menschen sich das persönlich nicht erlauben oder warum ihnen das System das nicht erlaubt, sie selbst zu sein, mit allem, was zu uns gehört. Ja, wo wir als Individuum einerseits den Zugang zu den Dingen haben, die uns dabei helfen, Klarheit darüber zu bekommen, wer wir eigentlich sind, ja? Was unsere Stärken sind, was uns Freude macht, was uns motiviert, ja? Was wir beitragen können, was unser Geschenk für die Welt sozusagen ist. Und wo wir auch als Individuum das Vertrauen zu uns selber aufbauen und vielleicht auch Ängste, zum Beispiel vor Ablehnung oder Zurückweisung, loslassen können oder einen gesunden Umgang damit finden können, um aus diesem Selbstvertrauen heraus die Dinge, die wir bei uns erkannt haben, auch in die Welt zu tragen. Weil das ist der Moment, wo eine Erfüllung entstehen kann, wo man dann wirklich auch das Leben genießen kann auf einem anderen Niveau nochmal, als das alles immer nur für sich zu machen. Das heißt natürlich nicht, dass jeder einen Podcast machen muss dann am Ende, so wie ich, ja, oder hier in die Kamera quatschen. Es gibt natürlich unendlich verschiedene Wege, sein eigenes Geschenk mit der Menschheit zu teilen, ja. Und eine Menschheit heißt ja nicht, dass du potenziell alle erreichen musst, sondern ne, da gibt es kein Gut oder Schlecht, es muss größer, ist besser. Ja, dann sind wir wieder in den alten patriarchalen Denkstrukturen, nur groß ist gut, ja, und das ist Bullshit. Aber zu schauen, was ist mein Weg und das Vertrauen in sich zu entwickeln, diesen Weg auch zu gehen. Und meine ganz große Vision neben der Arbeit mit den Individuen, und das fand ich nämlich auch ganz spannend, dass das für mich durch diesen Begriff der Authentizität dann auf einmal ins Feld kam, das war nämlich vorher für mich in der Klarheit nicht da, dass ich mir wünsche, dass wir auch als Gesellschaft ein Klima erschaffen, in dem destruktive Bewertung keinen Platz mehr hat, ja, wo wir nicht so immer da so, ja, zeigen, sondern wo das Zeigen von Fehlern, von Schwächen, von vielleicht auch Unwissenheit genauso geschätzt wird, wie das Ausleben von Stärke, Individualität, Mut, ja, dem eigenen Geschenk oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie oft ich mir früher, als ich noch angestellt war, gewünscht hätte, dass einmal einer meiner Chefs die Eier in der Hose gehabt hätte, zu sagen,
Leute, ich habe doch auch keine Ahnung. Aber lass es uns doch gemeinsam rausfinden. Ja? Oder wie oft habe ich mir im letzten Jahr gewünscht, dass irgendjemand in der Politik den Mut gehabt hätte, zu sagen, Leute, wir haben uns geirrt. Das mit, ne, dem, was wir so in den letzten 2 Jahren alles erlebt haben, wir haben das irgendwie stellenweise falsch eingeschätzt. Und dann habe ich auch viel darüber nachgedacht, wie würden wir als Gesellschaft reagieren, wenn ein Politiker den Schneid hätte. Ja? Wenn ein Politiker sich hinstellen würde und sagen würde, ich habe mich geirrt. Ich glaube, dass die Medien, so wie sie heute sind, und die deutsche Gesellschaft, so wie ich sie lebe im Moment, sie würden den Menschen auseinanderreißen. So, und das finde ich unglaublich traurig, weil das verhindert, dass wir uns weiterentwickeln können, auch als Gesellschaft. Man sieht es ja daran, wenn Menschen in höhere Positionen aufrücken, und ich finde, man muss traurigerweise sagen, meinem Empfinden nach sind es dann meistens die Frauen, die noch demontiert werden. Ja, passiert bei Männern genauso, aber irgendwie erlebe ich es bei Frauen noch intensiver, dass einfach geguckt wird, oh, da hat jemand vor 25 Jahren in seiner Abschlussarbeit hier und da die Fehler gemacht. Natürlich müssen solche Dinge ernst genommen werden, aber es sagt ja nichts über die Qualität der Arbeit der Person heute aus, ne, und über die Fähigkeiten für die Zukunft. So, und dieses Klima, da würde ich gerne zu beitragen, dass wir das verändern, weil dass wir auch erkennen, dass wann immer wir jemanden im Außen bewerten, wir am Ende nur uns selber bewerten, dass das immer zusammenhängt. Und dass, wenn wir daran arbeiten, unsere eigene Bewertung aufzulösen, die negativen Bewertungen, die destruktiven Bewertungen uns selbst gegenüber, dass wir dann eben auch ein ganz anderes Verhältnis zu anderen Menschen aufbauen können. Dass die Verbindung, nach der wir uns alle so sehr sehnen, sehr viel intensiver und echter wird, wenn wir davon wegkommen, immer nur die Fehler in anderen zu suchen oder die Fehler in uns zu suchen. Und wenn wir uns erlauben, uns so zu zeigen, wie wir sind, wie wir aus dem Herzen heraus sein möchten, dass dann die echte Verbindung von Herz zu Herz auch zu einem anderen Menschen entstehen kann und dass daraus wieder ganz neue Dinge entstehen können. Und ich glaube, dass wenn wir als Individuen daran arbeiten und das sich hoffentlich wie ein Lauffeuer irgendwann in der Gesellschaft verbreitet, dass wir dann den Fokus eben eher auf kreative Lösungsfindung legen können, ja, sei es jetzt für uns persönlich oder eben auch als Gesellschaft. Ja? Ist ja nicht so, dass wir keine Aufgaben hätten, die es zu bewältigen gilt. Ja? Egal, ob es jetzt darum geht, dass vielleicht in der Firma, wo du arbeitest, irgendwie unterschwelliger Stress herrscht und Leute unglücklich sind oder dass Prozesse nicht funktionieren, ne? Und dass man an sowas arbeitet, mit kreativer Lösungsfindung, ohne auf den Finger zu zeigen, sie was, er was, er was, ja. Und genauso eben auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Ich meine, ne? Ich glaube, die größte Herausforderung, die wir als Gesellschaft haben, ist die Klimakrise, aber so wie wir im Moment damit umgehen, wird sich da, glaube ich, nicht viel dran ändern. Und ich glaube aber, dass wir alle dazu was beitragen können, wenn wir aus diesem Blaming und Shaming rauskommen, bei uns selber anfangen und dann eben auch anders miteinander umgehen. Und auch die Größe besitzen, Menschen mit ihren Fehlern und auch Irrtümern oder Dingen, die sie vielleicht auch auf großem Level falsch gemacht haben, wenn wir jetzt Richtung Politik gucken, die Menschen damit anzunehmen und zu honorieren, dass sie Fehler eingestehen und dass sie Dinge verändern möchten. Und das gilt für mich im Großen wie im Kleinen. Und ihr merkt da, ja, da steckt eine Leidenschaft dahinter. Das wünsche ich mir einfach, dass wir als Menschheit oder auch als Gesellschaft hier in Deutschland diesen Schritt machen können. Und es ist natürlich nicht nur ein Schritt, es werden viele Schritte sein. Was bedeutet das jetzt konkret? Ich habe ja das Live hier benannt nach, was sich hier ändert. Erst einmal werden sich ja auf Instagram ein paar Dinge ändern. Wie gesagt, ich beabsichtige, hier deutlich aktiver zu werden. Und es wird weiterhin so sein, dass ich meine Phasen des Rückzugs habe, wo ich hier nicht aktiv bin. Das werde ich aber dann in den nächsten Wochen nochmal auch ein bisschen beleuchten. Und dass in meiner Biografie was anderes drin stehen wird. Wo ich jetzt gerade daran arbeite, da ist, dass ich meinen Coaching-Prozess anpasse.
Und da bin ich tatsächlich auch gerade sehr radikal unterwegs, dass ich mal einfach sozusagen alle Bälle in die Luft werfe, ja, und mal hinterfrage, ob wie ich Coaching bisher praktiziert habe, wie ich Coaching auch gelernt habe, was da dran für mich passt und was nicht. Und eher aus der Perspektive zu schauen, okay, was ist der Prozess, durch den ich dich vielleicht ja oder Menschen überhaupt, mit denen ich arbeite, leiten möchte? Welche Transformation passiert von Punkt A Anfang zu Punkt B Ende des Coachings? Ja? Und dann anhand dieses Prozesses einfach zu hinterfragen, ist das Format, was ich nutze, ist der Turnus, den ich nutze, all das, ja, wirklich mal auf die Probe zu stellen für mich, ist alles das, was den Prozess am besten unterstützt, was diese Transformation, die ich mit meinen zukünftigen KundInnen erreichen möchte oder mit ihnen gemeinsam, ja, wo ich sie bei begleiten möchte, ist dafür dieser Prozess, dieses Format, diese unterstützenden Materialien und so weiter und so fort, ist es das, was diesen Prozess am besten unterstützt. Und wie gesagt, bin ich gerade sehr radikal im Hinterfragen. Und da merke ich auch, wie bei mir, ne, ganz viel auch Glaubenssätze wieder hochkommen. So, es ist alles immer ein eigener Entwicklungsprozess auch. Und ich habe mir aber als Ziel gesetzt, so in den nächsten 2 bis 4 Wochen das klarer zu zurren. Ja? Ihr habt ja an dem, was ich heute geteilt habe, gemerkt, erzwingen kann ich es eh nicht, aber ich habe eine Richtung, ein Ziel, wo es hingehen soll. Und dann eben mit dem, um das Ganze dann auch kommunizieren zu können. Ja? Weil im Moment ist jetzt, wie sieht faktisch meine Arbeit aus? Ich weiß, für welche Themen ich stehen möchte, dass ich in Zukunft zentral für dieses Thema der Authentizität stehen möchte, auf den verschiedensten Ebenen. Wo es beginnen wird, das weiß ich schon, ist einfach weiterhin in der Arbeit mit Individuen auf einer persönlichen Ebene, Menschen, die speziell in ihren Beziehungen merken, sei es auf privater oder beruflicher Ebene, dass sie Schwierigkeiten damit zu haben, sich selbst zu zeigen, so wie sie sind, ja, so sich in ihrem wahren Selbstausdruck zu leben oder vielleicht auch gar nicht wissen, was soll das eigentlich sein, mein eigener Selbstausdruck. Das wird erstmal der Kern sein und das ist dieser Prozess, an dem ich gerade arbeite. Mein Ziel damit ist, dass ich dann ein neues sozusagen Coaching-Programm, ob es dann so heißen wird oder nicht, werden wir sehen, auf die Beine stelle und dann werde ich dafür auch Beta-KundInnen suchen. Ja, das heißt, es wird ein Coaching zu einem vergünstigten Preis geben, wo ich mit euch durch diesen ganz neuen Prozess durchgehe und dann Feedback von euch einsammle. Ja, wie habt ihr das erlebt? Welche Transformation habt ihr erreicht und so weiter und so fort, um das dann wieder zu verfeinern, bevor ich es dann sozusagen ganz offiziell mache. Und das werde ich aber dann zu gegebener Zeit noch mit euch teilen. Es wird ganz viel testen, 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 ausprobieren sein, sei es jetzt hier bei den Themen auf Instagram, sei es eben in dem Coaching-Prozess. Und ich freue mich über jedes Feedback, jeden Wunsch, den ihr mit mir teilt. Schreibt mich da gerne hier auf Instagram auch an. Und ja, dann werde ich auch weiter immer wieder darüber reflektieren und das Ganze eben weiter verfeinern. Podcast und Website werde ich für den Moment erstmal nicht anfassen. Das kommt dann, wenn die Klarheit wirklich sich gesetzt hat und ich durch diese intensive Testphase durchgegangen bin. Das heißt, vielleicht werdet ihr für den Moment sehen, dass das, was hier auf Instagram passiert und das, was auf der Webseite steht, so ein bisschen auseinandergeht inhaltlich. Aber mein Ziel ist schon, das irgendwann auch wieder zusammenzuführen. Genau. So, das war der Prozess und das, worüber ich so ein großes Tamtam gemacht habe. Und das habe ich auch schon in der Story heute gesagt. Es kann sein, dass es für euch überhaupt nicht so aufregend klingt, dass man denkt, wieso muss man da jetzt irgendwie ein 40-minütiges Live zu machen? Wer meinen Podcast kennt, weiß, dass 45 Minuten mein Sweet Spot ist. Darunter läuft für mich nicht viel, wenn ich in ein Thema tief einsteige. Und ich habe aufgehört, mich dafür zu entschuldigen, auch wenn es mir vielleicht manchmal noch rausrutscht. Aber für mich persönlich, und ich hoffe, das ist gefühlt bei euch jetzt rübergekommen, ist einfach ein Knoten geplatzt. Und das, wie gesagt, und ich würde auch noch mal kurz die Learnings aus dem Prozess für euch zusammenfassen. Worte haben eine unfassbare Macht. Ja? Und dieser eine Austausch von dem Wort, ja? Selbstliebe gegen Authentizität auszutauschen, die jetzt nicht dasselbe ausdrücken, die aber natürlich viel auch miteinander zu tun haben,
Zumindest so wie ich diese beiden Worte verstehe und das, was für mich dahinter steckt. Aber alleine dieser Shift, das Wort zu ändern, hat für mich wirklich den Damm gebrochen, ne? Und die Kreativität sprudelt wieder, die vorher irgendwie ins Stocken geraten war in den letzten Monaten. Und das heißt nicht, dass mein Coaching in den letzten Monaten nicht trotzdem wertvoll war. Ja? Es geht für mich vor allen Dingen auch um das Marketing, also das, was ich nach außen erzähle. Ich sage, der Kern von meiner Arbeit, den hinterfrage ich gerade. Aber die Themen meiner Arbeit im Coaching bleiben im Endeffekt die gleichen. Ja? Die Herangehensweise wird wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Aber ja, dieses eine Wort hat so eine Macht für mich. Und da eben auch die Einladung an euch, ja, zu schauen, okay, ganz egal, ob ihr jetzt ein eigenes Business habt, ob es, wie gesagt, darum geht, wie ihr mit euch selber sprecht, einfach achtsam zu sein für die eigene Sprache und immer mal wieder auch zu hinterfragen, sind die Worte, die ich für die Dinge, die mir wichtig sind, wähle, die Worte, die auch das ausdrücken, was für mich dahinter steckt. Und dass eben so ein einzelner Wortchange, ja, Wechsel, einfach einen riesen energetischen Shift auch mitbringen kann. Dann die andere Einladung, die ich nur da lassen kann, ja, weil das war jetzt auch wieder das, wo ich durchgegangen bin. Lernt euch einfach immer besser selber kennen. Ganz egal, ob das dann vielleicht irgendwann mal auch in einem Coaching ist, sei es, dass ihr so Tools wie Human Design, Astrologie oder was auch immer nutzt, ob es das Journaling ist, wo ich ja auch ein großer Freund von bin, oder ja, welche Tools auch immer ihr nutzt, welche Wege auch immer ihr nutzt, ob es Reisen ist, ob es einfach Selbstreflexion ist, ob es Meditieren ist, whatever. Der Möglichkeiten gibt es viele. Aber lernt euch besser kennen. Denn je besser wir uns selber kennenlernen können, desto mehr Vertrauen haben wir auch in uns und können das dann eben auch mit der Welt teilen, können uns so zeigen, wie wir sind. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, so, dann können wir es halt auch nicht zeigen. Ja? Und dann entsteht diese Unsicherheit, mit der wir dann auch durch die Welt laufen, die ich sehr gut kenne von früher. Ja? Und die anderen wichtigen Punkte, die jetzt für mich nicht neu sind, aber wo ich nicht müde werde, sie immer und immer wieder zu wiederholen, weil ich weiß, dass für mich selber diese Dinge lange Zeit nur ein theoretisches Konzept waren und ich durch so Prozesse wie diesen, den ich jetzt euch heute beschrieben habe, immer wieder erkennen darf und dass diese Erkenntnisse auch auf einem tiefen körperlichen Level einsinken und sich verankern dürfen, sind so Dinge wie eben dem Leben zu vertrauen, ja, dem Divine Timing zu vertrauen und manchmal Dinge auch loszulassen, anstatt krampfhaft zu suchen oder krampfhaft zu versuchen, irgendwas zu erreichen. Natürlich gehört in die Aktion kommen, in die Umsetzung kommen, immer dazu, wenn wir etwas kreieren wollen, wenn wir etwas verändern wollen. Aber manchmal dürfen wir auch einfach loslassen, ja, die Zügel aus der Hand geben und das Leben, dem Leben die Führung überlassen. Und ja, und für mich das Allerwichtigste aus der Human Design Perspektive heraus, ich selber bin Generatorin, 70% der Bevölkerung sind Generatoren oder manifestierende Generatoren und für alle diese Menschen gilt, ne, Freude ist dein Leitfaden. Ne? Freude darf das sein, wo du dich dran ausrichtest. Und wann immer du irgendwo eine Unzufriedenheit spürst, dann ist es total normal. Aber dann nutzt die Unzufriedenheit nicht als Möglichkeit, nur noch zu meckern und dich über irgendwas zu beschweren, sondern nutzt die Unzufriedenheit als Antrieb, dich selber besser kennenzulernen und dem, was dich in die Unzufriedenheit bringt, auf den Grund zu gehen. Und zu schauen, wie kann ich der Freude folgen? Weil die Freude, die legt uns so wie Hänsel und Gretel, ja, immer eine Spur. Wir dürfen dieser Spur folgen, bei den Dingen, die uns Freude machen. Und das gilt natürlich für die anderen 30% der Bevölkerung auch, die keine Generatoren oder manifestierenden Generatoren sind. Wenn wir jetzt in Human Design Termini sprechen, gibt es da noch ein paar feine Nuancen. Aber grundsätzlich finde ich, gilt es für alle Menschen. Wir dürfen der Freude folgen. Und wir dürfen uns das eben auch erlauben. Weil ich hoffe, ihr merkt, der Unterschied, wenn wir Dinge aus einer Freude heraus machen, ja, ist, dass da einfach eine ganz andere Energie hintersteckt, als wenn wir Dinge aus einem Soll muss optimieren, ja, höher, schneller, weiter oder ähnlichen Antrieb herausmachen. So, jetzt bist du hoffentlich wieder im Bilde und ich hoffe, meine Klarheit konnte sich auch auf dich übertragen und du konntest nachvollziehen, was
mit mir, in mir passiert ist und wofür ich mit meinem Business in Zukunft noch stärker und klarer stehen werde für das Thema Authentizität. Und wie sich das im Podcast niederschlagen wird, verändern wird, das werden wir sehen. Das, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist jetzt erstmal nicht oberster Fokus und Priorität. Ich nutze da jetzt ganz bewusst auch Instagram als Plattform, um zu testen, auszuprobieren und in stärkeren Austausch gehen zu können, was natürlich hier im Podcast immer nur bedingt möglich ist. Das heißt, solltest du mir noch nicht auf Instagram folgen und aber Instagram nutzen, dann bist du herzlich eingeladen, dort mit dazuzukommen und dich dort, auch wenn du magst, eben an diesem Prozess der Neuausrichtung und Findung beteiligen mit deinen Wünschen, mit deinen Fragen. Das kannst du natürlich auch einfach tun, indem du mir eine E-Mail schreibst über meine Webseite, über das Kontaktformular. Und ich freue mich so oder so von dir zu hören. So, und damit ja, schauen wir weiter, was in den nächsten Wochen noch mit dem Neuanfang-Podcast passieren wird im Rahmen des Human Design Experimentes und spätestens zum Ende des Experimentierzeitraums, Ende Juni, Anfang Juli, werde ich euch dann auch ja, meine Erkenntnisse mitteilen hier in einer Episode und was dazwischen passiert, davon dürft ihr euch genauso überraschen lassen wie ich. Und ich werde euch alle Links aus den News, also zu den diversen Workshops, zu den beiden Übersichtsseiten in die Shownotes packen. Und die findest du unter sarah-heinen.de/Episode 267. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch nächsten Sonntag wieder dabei bist. Wenn die Themen im Neuanfang-Podcast dich schon bereichert haben, kommst du im Team Neuanfang deinem wahren Selbst noch näher. Das ist meine Mitglieder-Community, wo du in monatlichen Live-Sessions tiefer in deine Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis einsteigst, durch Human Design deine Energie, Potenziale und Lernaufgaben kennenlernst und dich mit Menschen austauschst, die auf einem ähnlichen Weg sind wie du. Infos zum Team Neuanfang findest du unter sarah-heinen.de/Team Neuanfang und Sarah wie immer ohne H geschrieben. Und jetzt hab einen wundervollen Tag, mach den Neuanfang und liebe dein Sein.